So, es war wieder mal ein Paket in der Post. Keine Ahnung, was drin ist. Wir werden es einfach mal aufmachen. Oh, Verpackungschips, juhu. Freude ist groß. Ich vermute mal, das sollte eine intakte Dose sein. Da ist nichts mehr davon da. Das ist immer eine wahre Freude, wenn die Pakete so rumgeschleudert werden. Und ihr seht ja, es ist perfekt verpackt. Mein Gott, völlig durchsifft. Okay, was haben wir hier? Ein Wieselburger Bier. Ein Eckenberg Dunkel. Es ist völlig ekelhaft, da reinzutauchen. Oh, Jesus Christ. Das geht so nicht. Ich muss das anders machen. Das Paket kommt übrigens von Lukas aus Österreich. Wieder mal ein treuer Lieferant von Bierspenden. Aber Lukas, du hast es super verpackt, aber die Post hat es trotzdem geschafft, was kaputt zu machen. Und dann auch noch eine Dose. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, ne? So, und dann haben wir hier drin... ein Sixpack Bräu am Berg. Ah, hier ist noch eine, schau an, hier ist noch eine ganz heil gebliebene. Nochmal ein Sixpack. Was ist denn das? Ein Zwettler Exportlager. Was hat's denn damit auf sich? Und nochmal Wieselburger. Wenn ich mich erinnere, hat Lukas angekündigt, ein Wieselburger zu schicken. Das angeblich schlechteste Bier Österreichs. Wir werden das natürlich und nochmal in Eckenberg Dunkel ausgiebig testen. Oh Gottness. Leute, das ist... Es gibt viele angenehme Sachen im Leben, das gehört nicht dazu. Hier nochmal die Ausbeute. Herzlichen Dank, Lukas. Wir sind wie immer mal sehr gespannt auf das, was es damit auf sich hat. Vielleicht schreibst du uns noch ein paar Zeilen dazu. Das wäre super. Ansonsten natürlich immer wieder eine Freude, Pakete von euch zu erhalten. Und jedes Mal eine Freude, sich echt hier mit der Hand ins Gesicht zu klatschen, weil die Post es immer wieder schafft, auch bei den bestverpacktesten Paketen etwas kaputt zu machen. In diesem Sinne, demnächst mehr.